Denn genau die Bildung steht bei den Ursulinen an erster Stelle. Heute gehören Gymnasium, Realschule und Fachakademie für Sozialpädagogik zum Straubinger Konvent. Insgesamt 1460 Schülerinnen werden von den Schwestern betreut. Und das hat Tradition. Also ich glaube, dass bei mir der Ausschlag war, dass ich die Ursulinen in der Schule kennengelernt habe. Also ich habe jetzt, glaube ich, weniger war für mich die heilige Angela ausschlaggebend, als das, was ich hier in der Schule erlebt habe, was mich dann letztendlich wieder hierher gebracht hat. Also ich wusste für mich selber nicht, ob mein Weg ins Kloster führt oder nicht, aber ich wusste, wenn ins Kloster, dann zu den Ursulinen. Ordensgründerin der Ursulinen ist Angela Merici. Diese energische junge Frau lebte im 16. Jahrhundert. Sie hat die damaligen schwierigen Lebensverhältnisse nicht einfach hingenommen, sie hat gehandelt. Ein wahres Vorbild, schon damals und auch heute. Ich bin hier Schülerin gewesen und das Vorbild der Mitschwestern hat mich sehr inspiriert, sodass ich hier auch eingetreten bin. Ich habe zu der damaligen Zeit noch wenig von der heiligen Angela gewusst. Sie ist mir erst in den Jahrzehnten des Ordenslebens vertraut geworden. Besonders ermutigend ist für mich einfach ihr Leben und das, was sie für Frauen in ihrer Zeit geschaffen hat. Die damalige Zeit war unserer Zeit sehr ähnlich. Und ich denke, sie hat einen Weg gewählt, der auch heute für Frauen gut zu gehen ist. Und für meine Begriffe war sie damals eine moderne Sozialarbeiterin. Derzeit sind 20 Ordensfrauen im Straubinger Konvent und kümmern sich um die Ganztagsbetreuung der Schülerinnen. Und die gehören natürlich auch versorgt. Und wie in jedem gescheiten Kloster darf natürlich auch die Klosterküche nicht fehlen. Wir kochen für ca. 200 Kinder und dann sind noch 20 Schmidtschwestern und die Angestellten. So ca. 220 bis 230 essen von Montag bis Donnerstag. Ich gehe jede Woche in jede Klassenzimmer und machen wir gemeinsam einen Speiseplan für die Woche. Und da ist die Zufriedenheit auch sehr gut. Ich bin seit 17 Jahren hier im Kloster und ja, jeden Tag bin ich glücklicher und zufriedener. Das ist mein Weg. Ich habe nie bereut. Die Ursulinen haben ein vielfältiges Angebot. Es gibt das Programm Frauen beten mit der Bibel, verschiedene Besinnungstage und das Dienstagstreffen. Alle aktuellen Termine finden Sie im Internet unter ursulinen-straubing.de.